Na, endlich wird hier mal sauber gemacht. Das wird auch echt Zeit hier. Kann ich Ihnen helfen? Ja, moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Jetzt gibt es hier den nächsten Teil von Song of Horror natürlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer, viel Spaß beim Anschauen. So, wir starten hier gleich einfach mal los. Gelauscht hatten wir das letzte Mal vom Abspeichern, da ist sie hier. The old archive. I haven't been here in so long. Ja, soll's auch hier, du bist Lehrer. Nicht hier irgendwie Sekretär. Okay. Hier gibt's ja nicht so viel. Leider muss ich auch feststellen, dass Song of Horror leider überhaupt nicht so gut ankommt bei euch, wie es gehofft hatte. Also das letzte Video haben bis zum heutigen Tage irgendwie zwei oder drei Leute geschaut. Also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, sind es tatsächlich nur zwei. Es kann aber sein, dass es schon drei sind, wenn es online geht. Das davor war auch nicht sonderlich erfolgreich, ja. Ich bin da tatsächlich eher am Überlegen, ob ich die Reihe denn nicht auch abbreche. Ich meine, wenn es sich eh keiner anschaut, warum soll ich es denn machen? Ist natürlich immer schlecht für die Leute, die Reihe denn doch gucken mögen. Aber ich glaube, jeder hat da Verständnis für. Das ist echt viel Arbeit für Videos. Vor allem die Nachbearbeitung. Spielen tue ich das Spiel hier sowieso. Ich werde das auf jeden Fall jetzt durchspielen. Ich kenne es noch nicht, ich will es zu Ende sehen. Es muss sich auch irgendwie lohnen. Und vor allen Dingen will ich euch hier entertain. Und wenn ihr es nicht guckt, heißt das, es entertaint euch nicht. Das heißt, ich kann auch lieber die Sachen machen, die euch besser gefallen, oder? Es geht, das Ganze ist leider mit Forgive Me Father das gleiche. Das heißt, die beiden Hauptvideoreihen, die ich jetzt hier gerade habe, guckt eigentlich keiner. Das ist natürlich kontraproduktiv. Egal, da habe ich jetzt genug drüber gesammelt. Aber hier ist sowieso gerade nichts los. In dem Sinne, kann ich die Zeit auch ein bisschen mit Labern verbringen? Falls euch das überhaupt interessiert. Kanal interner. Aber die haben euch auf jeden Fall ja auch zu interessieren im Prinzip. So, große und kleine europäische Familien. Band 10-17. Das Haus von Legant. Biografie der Familie Legant, ein altes Buch über die Familie Legant. Alter, jetzt, wenn ich das einmal Legant lesen muss. Ziemlich stark abgenutzt. Lesen. Große und kleine europäische Familien. Nein, ich werde es nicht vorlesen, weil da muss ich schon wieder. Haben wir schon gelesen. Das Haus Legant, das sich spätestens mit dem Haus Amsberg vereinigte. Also, das Haus Legant, das sich später mit dem Haus Amsberg vereinigte. Le Grand. Ach. Sorry, manchmal hat man's. Band, ja, keine Ahnung. Die ist, glaube ich, war das 100? Nee, das war M. M ist 100. C. Nee, M ist 1000. C ist 100. Ach, keine Ahnung. Und seine Höhen und Tiefen im Laufe der Jahre. Der Aufstieg und Fall eines Industrieimperiums und die Verschwendung eines Erbes durch Argos Legrand, den letzten Erben des riesigen Familienvermögens, der sein Leben mit der Erforschung des Paranormalen verbrachte, machten diesen Band zu einem der spannendsten in dieser Sammlung. Okay. Er schien jetzt irgendwie aber wichtig gewesen zu sein. Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Sollte jetzt von hier verschwinden. Ich habe das gesucht? Ach ja. Stimmt. Das war die Hauptquest. Das heißt, ich kann jetzt wieder hoch zur Gruppe gehen. Oh oh. Oder ich gebe Hackengas. Da ist schon das Licht ausgefallen. Hier bricht gleich die Hölle über uns herein. Wo ist die Tür?
Was ist denn da hinten? Warum blinkt denn da das Fragezeichen jetzt gerade aus? Okay. Nein! Das Böse kommt! Die Patschehändchen! Die Patschehändchen des Grauens, Leute! Du singst! Fliehe so schnell wie du kannst, um zu entkommen, drücke mehrmals W. Sie werden versuchen, dich an den Arm festzuhalten. Um dies vorzubeugen, drücke A oder D. Zum richtigen Zeitpunkt. Wenn du es nicht schaffst, wirst du dich befreien, indem du die gleiche Schaltfläche mehrfach drückst. Beeile dich, weil du sonst auf jeden Fall sinken wirst. Okay, lauschen müssen wir hier schon gar nicht mehr und so. Wir gehen einfach. Sehr schön. Blödiger Firlefanz. Sind wir gleich wieder hier? Map habe ich nicht. Da war noch eine Tür mit einem Fragezeichen, Mann. Ja, egal. Ich glaube, die war auch verschlossen. Trotzdem wäre es ganz nett, wenn ich jetzt hier eine Map hätte. Ist das der richtige Raum? Nein. Ist nicht hier. Es blubbert. Wie schön. So, Leute. I think this is part of what Husher was investigating. Let's see. It's a book about Argos the Grand. A biography or a collection of articles about him, I think. He apparently spent part of his life traveling the world in search of odd, rare events. Rich people stuff. I don't know. The biography suddenly ends right after his last journey. It says here, he returned without his equipment, without the huge amount of money he wasted on the project, and with a simple memento of the music he brought home to his little girls, 8-year-old Elaine and newborn Ariadne. And here's a note from Husher that says, see the archives, events newspaper. Is there a newspaper archive over here? Okay. Hä? Ist das jetzt immer noch Kapitel 3? Ich glaube ja, wir können jetzt hier wieder mal schnell umwechseln und dafür entscheiden, ob wir mit jemand anderem weitermachen. Ich muss sagen, mit diesem Oma hat es auch ganz gut funktioniert. Wir sollen ins Zeitungsarchiv, er kennt sich aus, Oma macht einfach weiter. Zeitungsarchiv der Abteilung für Geschichte. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das Stück natürlich auch noch im letzten Video mit dran gehängt und hier jetzt das neue Video gestartet, aber ich bin kein Hellseher. I have to find the newspaper Sebastian consulted. Oft nehme ich ja auch mehrere Teile am Stück auf, da merke ich sowas natürlich, aber in diesem Fall war es jetzt nicht so. Aber meistens nehme ich schon eine Stunde am Stück auf und schneide da so die Hälfte ungefähr von raus, damit ihr ungefähr so eine halbe Stunde Video kriegt und da schaffe ich meistens nicht zwei Folgen am Stück aufnehmen. So, schon mal einmal gucken. Also wir wissen schon mal, dass die eine Tür da abgeschlossen ist. Nein, ist vielleicht auch gar keine Tür. Boah, gehen wir erstmal zu dieser Tafel. Informationelle Konferenz, Wissenschaftsgeschichte, fand in Peking statt. Ach, was für ein Blödsinn schon wieder.
Ey! Oh, the secretary's office sensor is on. Mann, das Licht flackert schon wieder. Ja, ich meine, der braucht er doch nicht an der Tür lauschen. Ich meine, hier ist ein riesen Glasfenster. Da kann er doch einfach reingucken. Das heißt, ich brauche eben wahrscheinlich den Schlüssel für den Sekretärraum, damit ich den Sensor deaktivieren kann oder so. Nein! Jetzt fällt mir nämlich auf, dass ich auch so weit schon gespielt habe. Aber es ist so lange her, Leute. Aber ich habe die Lösung für dieses Rätsel schon. Es war seit langem bekannt, dass ein Zeitungsarchiv renovieren würde. Die Arbeiten nicht abgeschlossen sein würden, ist eine andere Geschichte. Okay. Gar nicht auf dem Zettel, dass ich so weit gespielt habe noch. Es klingt nicht unbedingt so, als würde ich hier gerne sein. Oh doch, ich will hier unbedingt gerne sein. Eine Farbdose mit roter Farbe. Brauche ich unbedingt. Eine Notiz, die einer der Maler auf einem Stück schmutzigen Kartons hinterlassen hat. Ich habe der Sekretärin heute Blumen mitgebracht, aber sie war nicht da. Niemand war da. Wo sind sie alle hin? Das ganze Team sollte heute hier sein, um zu malen. Aber wenn das ein Witz ist, finde ich es nicht lustig. Ich male nicht alleine. Ich werde hier sitzen und herumlungern, bis der Witz vorbei ist. Was ist das denn für eine Arbeitsmoral, ey? Wenn ihr bis dahin nicht hier seid, bin ich weg. Ihr könnt es gerne dem Chef sagen, wenn ihr wollt. Erklärt ihm, was daran lustig sein soll, dass ihr alle verschwindet, nur weil ich eine halbe Stunde zu spät bin. Mal sehen, ob er das auch so lustig findet. Ging allen ab, Mann. Jeder kann mal zu spät kommen. Also die Geräusche klingen schon unheimlich, aber es könnte natürlich auch nur irgend so eine alte Lüftung sein, die da vor sich hin echt. Ist wie in so einem alten Haus. Man hört viele unheimliche Geräusche, aber nicht alles ist wirklich. Also das wenigste hat jemals irgendeinen übernatürlichen Grund oder so. Meistens ist das nur unsere Fantasie, die mit uns durchgeht. Pareidolie und so ein Sheet. Trommelt denn hier? Was sind denn das für verstörende Bilder da auf dem Projektor? Was in Gottes Namen? Was zum Teufel sind das für Bilder? Ja, aber eigentlich ist es ja genau genommen nur eins. Aber ich glaube, ich habe auch gesagt, was sind das hier für verstörende Bilder auf dem Projektor? Ich habe denselben Fehler gemacht wie er. Nein, auf keinen Fall. Diese Notizen sind von dem Professors Fach bereits neue Geschichte. Das letzte Treffen, das sie meines Wissens nach hier hatten, war vor fast 2 Monaten. Ja. Sind nicht so arbeitsgeil hier. Okay. Ist alles hier soweit? Ja, vielleicht gibt es hier später noch was. Hätte ich da nicht gerade was gehört? Ganz leises Knistern am Anfang? Ja, egal. Dann müssen sie mir schon was Deutlicheres geben. Ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, das nervt euch jetzt nicht zu sehr. Ich werde das Schlimmste rausschneiden. There's something on the table. Nein, was du nicht sagst, ey. Ein Messer. Nein, Kugelschreiber.
ein Druckbleistift. Ein metallischer, mechanischer Bleistift. Er hat eine scharfe Spitze, aber ich glaube, die Mine fehlt. Also ich frag mich echt, was geht ab bei dem? Also wenn ich der Typ wäre und da liegt ein Stift, würde ich diesen Stift auch da nicht mitnehmen. Ich meine, der hat 1 Million Stifte bis jetzt in diesem Spiel gefunden. Und diesen einen will er unbedingt haben. Ich meine, vielleicht findet er den auch so hübsch. Vielleicht sammelt der mechanische, metallische Druckbleistifte. Also einige Sachen machen echt keinen Sinn, oder? Aber das ist, ich glaube, man darf nicht immer nach dem Sinn fragen, in so Spielen. Waffen lassen sie liegen, Schlüssel lassen sie liegen. Aber diesen Bleistift, den kann er nicht liegen lassen. Ja, da haben wir noch ein Versteck, ne? Jo, sehr schön, wenigstens das. Diese Kameras hier, ich fühle mich die ganze Zeit beobachtet. Das sind bestimmt Daniel und die andere da, die jetzt da vor dem Monitor sitzen. Guck mal, wie er da rumlatscht. Opfer, ey. Na, endlich wird hier mal sauber gemacht. Das wird auch echt Zeit hier. Kann ich Ihnen helfen? Das sieht jetzt aber echt eher so aus, als wurde es hier dreckig gemacht. Ach, guck mal, das ergibt so eine Figur mit so langen Fingern. Und ja... kein Bein, sondern so ein Zipfel. Das ist das Zipfelmännchen. Er hat die nicht sauber gemacht, hat den Scheiß da hingemalt. Das sind hier Leute, ey. Mehr Bücher, die nicht hier sein sollten. Das ist auch ein Archiv. Wo sollen sie denn sonst sein? Meine Fresse, hier gibt's echt noch eine ganze Menge Türen, ey. Guter, rein da. Forschungsbüros sind in der Regel geschlossen. Maxwell sollte die Schlüssel haben. Ja, Maxwell ist nicht da, falls du es bemerkt hast. Oh, erstmal eine Seite fertig machen. Was? Zerkränke Uno Snacks. Okay. No. Diese Schließfächer sind für die Wissenschaftler, die die Büros benutzen. Ich frage mich, wer die Schlüssel hat. Ja, ich wette Maxwell. Warum sollte der alle Schlüssel bis auf diese haben? Jo, da gehen wir nicht rein. Keine Fakultät kommt ohne Süßigkeitenautomaten aus. Grace liebt ihn natürlich. Ja genau, Grace ist die andere. Oh, hier klingt gemütlicher. Bei anderen Türen müssen wir mal später wiederkommen. Die Standardlampe. Eine Schwammrolle zum Streichen von Wänden und Decken. Ja, nice. Farbe ist trocken. Ich werde die Rolle nicht eintauchen können. Ist ja nicht so gut. Die schöne Farbe. Stehen die für Graffitis. Fick dich, Merino. Ah. Das ist aber ganz hohes Niveau hier an der Universität. Also, die Graffitis wie von der Hauptschule. Die Ausbildung bringt hier richtig viel. Wow. Ich sehe, dass der Professor bei den Kunstgeschichtsstudenten so beliebt ist wie eh und je. Ich glaube, ich weiß, wer das getan hat. Hä? Wie geil. Guck mal, da liegt die Rolle. Die, ich hab.
diese Rolle, die da liegt, doch gerade eingesammelt. Ich habe sie sogar im Inventar, aber sie liegt da immer noch und da ist sie rot. Warum? Wenigstens ist der Notausgang nicht blockiert. Ohne Grace, die mich abholen wollte, und Sebastian wäre ich weggelaufen. Ah, das ist klar. Jetzt kommen wir auf der Seite wieder raus. Okay. Ja, cool. Nein. Oh, oh. Egal, cool. Lauschen. Weg. Ja, wie gesagt, also mir ist bei der Aktion hier noch nie was passiert. Ich. So, schon wieder vorbei. So. Thank God. Everything's calm again. Ja, die sind wieder ruhig. Ach, du hast Nerven auf Stahl, Mann. Omar ist bis jetzt der Geilste. Ja, okay, ich komm echt später wieder. Das für Notizen scheinen nur zufällige Worte zu sein. Das Telefonkabel herausgezogen. Ja, steck's doch wieder rein, wenn's dich so nervt, Mann. Bastian würde nie einen Computer benutzen. Ich glaube nicht, dass er überhaupt weiß, wie man ihn einschaltet. Ja, aber der da hinten ist ja schon eingeschaltet. Ja, aber wenn man nicht mal weiß, wie man ihn einschaltet, dann weiß man erst recht auch nicht, wie man ihn benutzt. Computer sind echt eine komplizierte Sache. Viele Leute sitzen jahrelang dran und wissen eigentlich gar nichts drüber. Ja, er hat Wichtigeres zu tun. Ey, das ist ein Handgriff. Es dauert auch nicht eine Stunde, das Fenster da aufzumachen. Das Böse! Versteck dich! Nein, geht nicht. Okay. Ja, ist gut. Wusel, wusel. Ist das unheimlich. Ja, es hält sich in Grenzen. Ach, gruseliger das erlebt. Das ist einfach auch schon zu oft passiert. Und ich glaube, das ist auch das, was ich... Ich glaube, das ist auch das, was die Leute meinten. Das Spiel wird irgendwie immer schlechter, weil man kennt letzten Endes die meisten Sachen, die passieren irgendwann einfach schon. Okay, das jetzt mit dem Versinken vorhin war nochmal neu. Aber ansonsten kennt man die ganzen Sachen auch schon aus dem ersten Level und so. Gucken wir erstmal hier auf der Toilette. Also können wir hier mal die Kette abmachen? Ist mit einer Kette versperrt. An irgendeiner Seite muss die Kette doch sein. Was ist das für eine Kette? Ja. Auch die Toilette. Auch die Toiletten sehen aus wie von einer typischen amerikanischen Highschool oder so und nicht irgendwie von einer Universität. Oh Mann! Help me! Oh, Maxwell, please. Is that you? Nein, das ist nicht Maxwell. Maxwell, it's Professor Nasiri. Are you okay? Can you get out? No, 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 no. I can't get out. My flashlight is out of batteries. I need batteries. Okay, vielleicht ist doch Dr. Maxwell. Alright, I'll try to help you with this. Digga, ich hab Licht, komm raus. Jetzt muss ich Batterien für Maxwell finden. Ja, ich denke, ich krieg da den Schlüssel denn auch von dem. Oh toll, ein Handtrockner. Ja, jetzt mal nicht nachlässig werden. Vielleicht sind in diesem Handtrockner Batterien. Ich glaube, ich weiß, wer das getan hat. Ich hoffe, Sie hören bald mit diesem Unsinn auf. Mit den Schmierereien oder mit den Handtrocknern? Ich glaube, mit den Schmierereien. Die ollen Kunststudenten immer.
Die ganze Schule ist ihre Leinwand. Dann können die mal ein paar schöne Bilder machen und nicht so ein Geschmiere hier wie so ein Hip-Hopper mit einem Edding. So Tags, ey. Arschritze war hier. Warum sind Toiletten immer unheimlich? Weil tote Ratten im Klo schwimmen. Um Himmels Willen, ist das widerlich. Ja, spül doch einfach mal. Ist auch nicht viel dicker als eine ordentliche Wurst. Warum ist hier Wasser drinne? Ist nicht das erste Mal, dass ein Abfluss verstopft ist. Zum Glück läuft das Waschbecken nicht über. Ja, aber es tropft doch die ganze Zeit. Man sieht das doch. Kann nicht mehr lange dauern. Anscheinend können wir das mit dem Stift hier mal freistochern. Das hier einzutauchen wird nicht helfen. Okay. Oh! Nein! Ja! Oma ist unauffällig, Oma ist stark, Oma ist aufmerksam. Thank you for saving me. Digga, das warst du selber! Mit deiner Manpower, Mann! Da war kein Gott da! Gott wird das Böse auf der Welt treten hier! Die Chuck Norris mit dem Roundhouse Kick! Okay. Hier brauchen wir irgendwas, um den Abfluss frei zu machen. Ein paar Räume können wir auch auf jeden Fall noch machen. Genau. No. Ich brauche einen Schlüssel. Hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Oder? Ohne Hilfe werde ich diese Kisten niemals bewegen können. Das sind ein paar Kartons, vielleicht sind da Bücher drin oder so, aber die, das steht doch schon auf so einem scheiß Rollwagen, der so ein bisschen in der Wand glitscht. Sowas stört mich immer richtig ins Spiel. Die Collusion Detection. Okay. Dann gibt's nur noch diese Tür? Ja. Idealfall. Jetzt habe ich es, glaube ich. Egal, ich gehe jetzt erstmal hier noch mal rein. Zeitungsarchive, oder? War das nicht auch mein Goal, hier irgendwas rauszuholen? Ja, nee, warte. Oder? Ja, ich mache jetzt erstmal das andere da fertig. Ich will das einmal nochmal kurz kontrollieren. Ob meine Vermutung jetzt richtig ist. So. Vielleicht können wir hier nämlich die Rolle einfach mal auswaschen. Das hier einzutauchen wird nicht helfen. Das Wasser hat die Farbe aufgeweicht. So rum war's. Okay. Dose mit flüssiger Farbe. Eine Dose mit roter Farbe. Kombiniere mit Rolle. Aha. Eine Rolle mit roter Farbe. Sehr, sehr schön. So. Du dummer Sensor da oben. Und daran habe ich beim ersten Mal nämlich auch gut lange gesessen,
no one can tell me off here. Ich hab's doch schon eingetaucht. Ja, ganze Wand mitmachen, ey. Genau, ey. Und über das Gemälde. Was ist so, das hätte auch echt gereicht, hättest du das nur auf den Sensor gemacht, Kollege. Kein Sensor hält uns auf, Leute. Ich glaube nicht, dass Leute im Sekretariat wenig Platz haben, dass sie das alles hier ablagern müssen. Was heißt denn, wieso müssen? Ich meine, es ist ein Raum, der sonst ungenutzt wäre. Irgendwas kann man damit schon machen, oder? Hier scheint aber nochmal so ein spezielles Schlosswort zu sein. Egal. Völlig egal. Ein Kunststoffschlüssel. Ein kleiner Schlüssel aus Hartplastik. Nein, die brauchen wir nicht. Wissen wir doch aus dem letzten, aus dem vorletzten Video. Ja. Niemand hat dieses Pax abgeholt. Es ist seit Wochen dort. Mhm. Protokollblatt aus dem Zeitungsarchiv. Ein ausgefülltes Protokollblatt aus dem Zeitungsarchiv von Jill. Abteilung, bla bla bla, 17. August. Raum A, Professor Wesk. Raum B, Professor Hascher. Raum C, leer. Okay. Vorfälle, Kommentare. Rebecca, bitte lies das, sobald du da bist. Sobald du das siehst. Professor Hascher verhält sich seltsam. Er wandert den ganzen Tag durch das Archiv in Gedanken versunken. Lass sich Professoren ständig so? Es ist seltsam. Sogar für ihn. Er antwortet mir kaum. Manchmal trägt er eine Spieluhr, die er ab und zu aufzieht. Mr. Spencer hat ihn mehrmals zur Rede gestellt und jedes Mal wirkt es so, als würde Hasch aus einem Traum aufwachen. Dann geht er zurück in sein Büro und verkriecht sich in Studien, verkriecht sich Stunden darin. Chris sagt, dass es nachts genauso ist, wenn nicht sogar schlimmer. Wir denken, dass er in seinem Büro geschlafen hat, weil niemand ihn gesehen hat. William meint, er habe seltsame Geräusche gehört, die wie Schreie klangen. Aber als er nachgesehen hat, war niemand da. Heute fragt er mich nach dem Archiv des Northern Advertiser, einer kleinen Zeitung aus dem gottverlassenen Kleinstadt von 1913. Ich weiß nicht, was er damit will. Da macht man noch kein Fragezeichen hinter. Egal. Wenn dir etwas wirklich Seltsames auffällt, ruf den Sicherheitsdienst an. Seit Tagen hat niemand Max gesehen. Der ist auf Klo. Und er hat ganz schlimme Verstopfung, der gute Max, gesehen. Und etwas sagt mir, dass etwas passieren wird. Bevor die Feiern vorbei sind. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich meine, wenn der Typ hier durch die Räume gegangen ist und die Spieluhr abgespielt hat und so viele Leute die gehört haben, dann haben die auch alle dieselben Konsequenzen. Halluzination, Heimsuchung, all so ein Kram. Ich hatte nie damit gerechnet, dass der Schrank offen sein würde. Und das ist er auch nicht. Da haben wir einen Schlüssel. Ah, der ist für einen der Räume ganz sicherlich. Wir feiern immer die Leute. Ist ungeheuerlich, dass die Maxwell Zimmer als Gerümpelkammer nutzen. Der arme Mann hat die Geduld eines Heiligen. Der arme Mann ist hier in den kleinsten Raum der Uni eingesperrt. Maxwell Zimmer, der hat ja nicht mal einen Schreibtisch hier. Nee. Sehr gut.
What happened? Ich meine, klar, das kam schon überraschend, aber wie gesagt, es sind häufig immer wieder die gleichen Scares. So, aber wir kriegen hier, glaube ich, Batterien. Ein Radio, na toll, es sieht so aus, als ob die Batterieabdeckung verklemmt ist. Ich kann sie nicht öffnen. Aha. Läuft, Leute, läuft. Ja, es sind halt Batterien, meine Fresse. Ich hoffe, sie sind nicht leer. Das ist doch egal. Sind ja nicht für uns. Die bösen Patschehändchen hier. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt für einen Break. Was passiert, wenn wir die Batterien unter der Tür durchschieben? Ob da wirklich ein netter Kollege hinter sitzt oder das unsagbar Böse, werden wir dann im nächsten Teil erfahren. Ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei. Bis dann, alles Gute. Ciao.